Hier eine Aufgabe zum Thema Auftragszeit. Wie immer können Sie das Video an dieser Stelle anhalten. Kommen wir zur Lösung. In der Aufgabenstellung sind einige Variablen bereits angegeben. So können wir mit den Angaben Rüstgrundzeit, dem Rüsterholungszeitzuschlagsatz und dem Rüstverteilungszeitzuschlagsatz die Rüstzeit berechnen. Die Rüstgrundzeit beträgt 18 Minuten. Von diesen 18 Minuten müssen wir bei der Rüsterholzeit den 3%igen Rüsterholungszeitzuschlagsatz berücksichtigen und den 3%igen Rüstverteilzeitzuschlagsatz. Diese beide zusammen ergeben dann eine Rüstzeit von 19,08 Minuten. Das ist die Seite der Rüstzeit. Kommen wir auf die Seite der Zeit je Einheit bzw. Ausführungszeit. Hier haben wir die beeinflussbare Tätigkeitszeit und die unbeeinflussbare Tätigkeitszeit. Aus ihr bekommen wir die Tätigkeitszeit. Addiert man dazu die Wartezeit, erhält man die Grundzeit. Für die Grundzeit haben wir dann wieder, um die Erholungszeit und die Verteilzeit zu berechnen, einen Zeitzuschlagsatz, einmal von 3% und einmal von 5%. Bei der Erholungszeit macht dies 1,5 Minuten und bei der Verteilzeit 2,5 Minuten. Zusammenaddiert mit den 50 Minuten der Grundzeit ergibt das 54 Minuten Zeit je Einheit. Das führt uns zur Funktion Rüstzeit plus Ausführungszeit gleich Auftragszeit, beziehungsweise die Auftragszeit kann man berechnen aus der Rüstzeit 19,08 Minuten plus 54 Minuten je Zeiteinheit mal der Menge. Wenn wir diese Funktion gleich nehmen in Aufgabe B und die Losgröße von 180 Stück berücksichtigen, ergibt das eine Rüstzeit mit 19,08 plus Ausführungszeit 54 Minuten mal 180 Stück, ergibt gemeinsam eine Auftragszeit von 9739 Minuten oder 162,3 Stunden. Der Kapazitätsbestand beläuft sich auf die Stunden, die wir zur Verfügung haben. 4 Wochen mit jeweils 38 Stunden ergibt 152 Stunden. Nachdem die Auftragszeit größer ist als der Kapazitätsbestand, kann der Auftrag nicht bearbeitet werden.